Hallo zusammen. Für gewöhnlich geht man davon aus, dass ein harmloses Lebewesen im Kampf gegen ein größeres Raubtier keine Chance hätte. Tja, es sieht so aus, als ob es nicht immer zutreffen würde. Heute werdet ihr euch davon überzeugen, dass selbst ganz niedliche und scheinbar hilflose Tiere einen Räuber nicht nur in die Flucht schlagen, sondern sogar zum Opfer machen können. Lasst uns loslegen. Kaninchen. Wir sind uns ziemlich sicher, dass ihr auf die Frage hin, was das feigste Tier der Welt ist, Kaninchen sagen würdet. Wir sind an die Vorstellung gewöhnt, dass diese Lebewesen bei einer Begegnung mit einem Fressfeind entweder vor Angst zittern oder das Weite suchen würden. Doch dem ist gar nicht so. Wenn es um die Verteidigung des Nachwuchses geht, verwandeln sich diese flauschigen Langohren in schonungslose Monster. Hier ist der Beweis. Im Everglades-Nationalpark in Florida hat sich eine Schlange ein Kaninchenjunges vorgeknöpft, während seine Mutter kurz weg war. Als das Kaninchenweibchen ihr Baby schreien hörte, eilte es ihm zu Hilfe und griff die Schlange an. Es sei angemerkt, dass die beiden Arten unversöhnliche Feinde sind. Dementsprechend war es ein Duell um Leben und Tod. Nach einem der Schlangenbisse machte das Muttertier sogar einen Salto. Aber das hat es nicht gestoppt. Sein Arsenal an Nahkampfangriffen war damit längst nicht erschöpft. Es schlug die Schlange in die Flucht und trat dann kräftig nach. Also von wegen feige. Mangusten. Habt ihr jemals eine Manguste live gesehen? Diese Tiere sind ziemlich klein. Sie erreichen Kopfrumpflängen von bis zu 75 cm und ein Gewicht von 0,2 bis 6 kg. Das heißt aber nicht, dass diese nicht dazu fähig wären, einen Angreifer eine Abfuhr zu erteilen. Wenn ihr Rikki Tikki Tavi von Rudyard Kipling gesehen habt, wisst ihr, dass Mangusten mit giftigen Schlangen locker fertig werden. Aber auch für größere Tiere schrecken sie nicht zurück. Wird ein Kamerad von Affen belästigt? Teamarbeit schafft Abhilfe. Guckt mal, wie entschlossen und einträchtig hier vorgegangen wird. Und das sind Bilder aus Uganda. Marabus, deren Flügelspannweite bei über 2,5 Metern liegt, hatten es auf Mangustenjunge abgesehen, aber ihr Plan ist gescheitert. Die Tiere haben die Vögel verjagt, obwohl ihre Schnäbel größer sind als ausgewachsene Mangusten. Sie sind aber nicht nur gemeinsam, sondern auch einzeln zu Heldentaten fähig. So schaffte es dieser Bursche, sich nicht nur aus dem Maul eines Löwen zu befreien, sondern ihn sogar zu vertreiben und das mit einem verletzten Bein. Ist er nicht cool? Otter. Was wissen wir von Ottern aus den Internetvideos? Dass es wahrscheinlich niedliche, liebe und verspielte Wesen sind. Sie scheinen so hilflos zu sein. Es wird aber Zeit, ihre andere Seite kennenzulernen. Wir begeben uns in den Süden Brasiliens, wo zwei große Jaguarweibchen mal auf die Jagd gingen. Normalerweise ernähren sich diese Raubkatzen von Wasserschweinen oder Kaimanen, aber Otter stehen ebenfalls auf ihrem Speisezettel. Da ist übrigens einer, und zwar völlig allein. Die dummen Katzen scheinen was Wichtiges vergessen zu haben. Erstens sind Otter auch Raubtiere und geben bei Gefahr Laute von sich, die sich wie ein lautes und durchdringendes Miauen anhören. Deswegen nennt man sie sogar Wasserjaguare. Und zweitens geht eine Otterfamilie immer bis zum Äußersten, wenn es um die Verteidigung ihres Terrains geht. Mit vereinigten Kräften haben die Wasserjaguare die Landjaguare in die Flucht geschlagen. Sie haben sich eben den falschen Ort zum Jagen ausgesucht. Warzenschweine. Wie ihr gleich sehen werdet, sind Trickfilme nicht immer reine Fiktion. Kennt ihr den kriegerischen und furchtlosen Pumba aus Der König der Löwen? In der realen Welt ist dieses Tier mindestens genauso martialisch oder sogar noch mehr. Das in Afrika vorkommende Warzenschwein hat zahlreiche Fressfeinde und für gewöhnlich zieht es vor, von ihnen davonzulaufen. Es kann eine Geschwindigkeit von bis zu 50 Stundenkilometer erreichen. Sogar ein junges Warzenschwein kann mehrere adulte Löwen in Schwindel versetzen. Und selbst wenn es geschnappt worden ist, ist es noch lange nicht das Ende. Da beißt das Ferkel dem Angreifer in die Nase. Und wenn eine Auseinandersetzung nicht zu vermeiden ist, stellen Warzenschweine ihren Schwanz wie eine Antenne auf und greifen an. Diesem Verhalten verdanken sie auch dem Spitznamen Radio Africa. Guckt mal, wie übel es den Leoparden erwischt hat. Und was Hyänen angeht, so lassen Warzenschweine sie nicht einmal in ihre Nähe. Giraffen. Ihr wisst sicherlich, dass Giraffen die größten der heute lebenden Landsäugetiere der Erde sind. Doch trotz ihrer Körpermasse wirken sie trotzdem total harmlos, nicht wahr? Das liegt an ihren langen, albernen Beinen, ihrem unfassbar langen Hals und ihrer niedlichen Schnauze. Man könnte meinen, es würde ihnen schwerfallen, sich vor Raubtieren zu verteidigen. Aber das stimmt gar nicht. Selbst ein Löwe, der alleine unterwegs ist, traut sich nicht zu nah an ausgewachsene Exemplare heranzukommen. Seht selbst, dieses Muttertier musste nur einmal zutreten, um ihr Baby zu beschützen und die Löwin zu verjagen. Und diese Löwin hat es versucht, einer vorbeilaufenden Giraffe auf den Rücken zu springen, aber wurde sofort abgeschüttelt. Ihr blieb nichts anderes übrig, als den Riesen wie ein Katzenbaby in die Beine zu beißen. Und dieses Nashorn wollte sich von hinten heranschleichen. Doch es wurde entdeckt und mit einem Tritt direkt ins Maul bestraft. Bison.
Und jetzt gehen wir in den Yellowstone-Nationalpark in den USA, um etwas zu sehen, was eine Hollywood-Verfilmung wert wäre. Bisons bewohnen dieses Gebiet seit prähistorischen Zeiten und begeben sich oft auf Wanderungen, um neue Weidegründe zu erschließen. Während ihrer Reise müssen sie diverse Hindernisse wie diesen Fluss hier überwinden. Für 2 Meter große Individuen ist es kein Problem, aber für ein kleines Kalb schon. Der Winzling, der noch nicht einmal sicher auf den Beinen steht, hatte nicht genügend Kraft, sich gegen die Strömung durchzusetzen und musste sich auf eine kleine Insel retten, wo er nun ganz allein und damit eine leichte Beute für ein Raubtier ist. Und tatsächlich, es taucht ein Wolf auf, der sich die Gelegenheit auf keinen Fall entgehen lassen wollte. Doch Bisons geben nie kampflos auf. Das 7 Monate alte Kalb setzt ihm erbitterten Widerstand entgegen und als seine Mutter am Horizont auftauchte, geht es sogar zum Gegenangriff über. Der Sieg wurde mit Muttermilch gefeiert, woraufhin das Tier den Fluss bestimmt durchschwommen hat. Spitzmaus. Der Schein kann trügen und Spitzmäuse sind da ein gutes Beispiel. Die winzigen mausähnlichen Nagetiere gehören zu den brutalsten Monstern des Tierreichs. Und das ist keine Übertreibung. Würdet ihr euch zum Beispiel mit einem Skorpion anlegen, der genauso groß wäre wie ihr? Und eine Spitzmaus nimmt eine solche Herausforderung mit Freude an. Dabei sieht sie ihre Gegner kaum und verlässt sich ausschließlich auf ihre Echoortung. Guckt mal, der Skorpion sticht zu, doch die Spitzmaus gibt nicht auf. Warum ging sie an ihm nicht einfach vorbei? Sie packte das Spinnentier am Schwanz und es wird klar, sie griff als Erste an, weil sie sich von Skorpionen ernährt. Aufgrund einer sehr hohen Stoffwechselrate muss das Tier ein Vielfaches seines Körpergewichts an Nahrung zu sich nehmen. Für Futter ist es also zu allem fähig. Ob es einen riesigen Frosch attackieren könnte? Locker. Die in den USA und Kanada vorkommenden Spitzmäuse haben noch dazu giftigen Speichel, mit dem sie ein Beutetier schon nach dem ersten Biss außer Gefecht setzen können. Und schon kann man es in seinem Bau schleppen, um in aller Ruhe zu verzehren. Anschließend geht es wieder auf die Jagd nach dem nächsten Pechvogel. Seegurke. Okay, wenn man groß ist oder lange Eckzähne, Tentakel oder ein Gift hat, fällt es einem nicht schwer, sich zu beschützen. Aber was tun, wenn man eine Seegurke ist? Für uns sehen diese Verwandten von Seesternen und Igeln wie Außerirdische aus, aber Räuber dürften ihr Äußeres eher nicht beeindrucken. Auch wenn einige Exemplare laut Wissenschaftlern eine Körperlänge von 1 oder gar 5 Metern erreichen, dürfte es kaum helfen, weil sie tatsächlich wie völlig hilflose und plumpe Gurken aussehen. Tja, in Wirklichkeit ist es aber ein großer Irrtum, denn diese Lebewesen haben eine Geheimwaffe, die euch überraschen dürfte. Bei Gefahr stoßen die Wasserwürste ihre Innereien aus und schleudern sie Fressfeinden entgegen. Die Schleimfäden machen den Angreifer entweder durch ein klebriges Sekret bewegungsunfähig oder betäuben ihn durch Gift. Seegurken ernähren sich übrigens von Seesternen. Könnt ihr euch einen Kampf zwischen Patrick und einer Seewalze vorstellen, die mit ihren Eingeweiden schießt? Was es in den Tiefen des Ozeans nicht alles gibt. Pinguine. Habt ihr auch immer geglaubt, dass Robben und Orcas die Hauptfeinde der Pinguine wären? Es gibt aber eine Vogelart, die für diese Tiere eine mindestens genauso große Gefahr darstellt, nämlich den Riesensturmvogel. Der große Raubvogel ist praktisch ein Allesfresser und greift regelmäßig Pinguinküken an. Das ist der Grund, warum ihr gerade einer der sonderbarsten Schlägereien des Tierreiches seht. Es geht nicht nur um einen Beutefisch. Die Riesensturmvögel wollten einen jungen Eselspinguin entführen. Und das wäre ihnen bestimmt gelungen, wenn sein tapferer Vater nicht da gewesen wäre. Er hat unsere Vorstellungen von Pinguinen als tapsige und schwerfällige Vögel förmlich auf den Kopf gestellt. Schaut euch diese blitzschnellen Angriffe nur an. Innerhalb weniger Sekunden hatte es der Vater-Pinguin geschafft, den Gegner nicht nur zu picken, sondern ihm auch einen schmerzhaften Schlag mit dem Flügel zu verpassen. Zum Fliegen taugt er zwar nicht, aber in einer Prügelei kann er gut gebraucht werden. Am Ende mussten sich die Sturmvögel zurückziehen. Der Kleine wurde gerettet und hat seinen Vater voller Dankbarkeit abgeküsst. Das ist wohl das Süßeste, was wir bisher gesehen haben. Bombardierkäfer. Heute sahen wir viele Lebewesen, die dank ihrem Reaktionsvermögen und ihrem entschlossenen Handeln am Leben blieben. Aber kann man sich noch retten, nachdem man im Bauch seines Mörders gelandet ist? Falls ihr es für unmöglich haltet, schaut genau hin. Der Frosch hat gerade einen Bombardierkäfer verschluckt und sogar uns zugezwinkert, im Glauben, die Sache wäre gelaufen. Von wegen. Eine Sekunde später spuckt er, sichtlich angewidert, den Käfer unversehrt wieder aus und wird noch ein Weilchen brauchen, bis er zu sich kommt. Der Grund dafür ist, dass der Bombardierkäfer ein ganzes chemisches Labor in seinem Inneren trägt. Er besitzt nämlich ein Explosionsapparat, bestehend aus einer Düse, die ein ätzendes Sekret produziert, einer Sammelblase und einer Explosionskammer. Bei Gefahr schießt er ein ätzendes, etwa 100 Grad heißes Gasgemisch mit einem Knall aus dem Hinterleib auf den Angreifer. Eine Salve besteht wiederum aus 4 bis 9 Schüssen, die er mit einer Geschwindigkeit von ungefähr 10 Metern pro Sekunde abfeuert. Klingt nicht gerade nach einem Leckerbissen, oder? Darüber hinaus ist der Hinterleib sehr beweglich, sodass sogar unter dem Körper nach vorne geschossen werden kann. Kein Wunder, dass rund die Hälfte aller verschluckten Bombardierkäfer überleben. Hey Leute, habt ihr keine Lust mehr, Videos über süße Tiere und herzerwärmende Geschichten anzusehen? Ihr braucht etwas Ernsteres in eurem Leben. Harte Autos, coole Roboter und die ungewöhnlichsten Gadgets der Welt. Holt euch den Hightech-Adrenalinkick, den ihr braucht, auf TechZone. Jetzt abonnieren, wir warten auf euch.